Die Radio Hamburg News Show. Die witzigsten Nachrichten der Stadt. Mit Olli Hansen, Jessica Burmeister und Peter von Rumpold. Guten Tag. Nur noch 6-mal schlafen, dann ist endlich Bundestagswahl. So manch einer ist noch unentschlossen. Deswegen macht Olli Hansen in dieser Woche den ultimativen News-Show-Wahlcheck. Und dann nimmt er für uns die Parteien und deren Spitzenkandidaten nochmal genau unter die Lupe. Alle kommen dran. Los geht's mit der Linken. Ja, Peter, der Co-Vorsitzende der Linken, Dietmar Bartsch, soll in seiner Kindheit 487 Mal Robin Hood im Westfernsehen geguckt haben. Daher rührt vielleicht die Vorliebe der Partei, das Geld der Reichen zu nehmen und es den Armen zu geben. Neben Unternehmer, Bashing und Enteignung sind die wichtigsten Themen Mieten und Mindestlohn. Die Mietpreise sollen nach dem Willen der Linken auf 1000 Jahre eingefroren und überall gleich sein. Einfache Faustregel, 1 Quadratmeter kostet 1 Euro. Ja, geil, leicht zu merken. Beim Mindestlohn fordert die Linke mittelfristig 113 Euro die Stunde, zusätzlich zu 12.000 Euro bedingungslosem Grundeinkommen bei noch bedingungsloserem Nichtstun. Wer das bezahlen soll? Ganz einfach, Ronaldo, Google und alle FDP-Wähler. Außenpolitisch möchte die Linke aus der NATO raus und lieber irgendwas mit den Russen und Onkel Putin machen. Der ist nämlich gar nicht so doof, wie alle sagen, und dieser Alexander Nawalny ist schließlich auch ein ganz schöner Frechdachs. Beim Thema Auslandseinsätze der Bundeswehr hat die Linke eine klare Position. Die dürfen nur in Bayern und Sachsen stattfinden. Leider wird bei den Linken relativ wenig gelacht, dafür sich sehr viel geärgert. Das zieht die Mundwinkel der linken Politiker tendenziell etwas nach unten. Ausnahme, Frohnatur Gregor Gysi. Lass so machen, Peter, wenn Sarah Wagenknecht mit ihren Büchern und Vorträgen mehr Geld verdient, als der Sheriff von Nottingham bei den Armen eingetrieben hat, melde ich mich noch morgen, habt ihr das exklusiv, okay? Ja, vielen Dank, Olli Hansen. Morgen nehmen wir dann die Grünen unter die Lupe. Kurznachrichten mit Jessica Burmeister. Hausbruch. Polizisten beschlagnahmen riesige Hanfplantage. Ja, jetzt ist auch der letzte Grund weg, nach Hausbruch zu ziehen. Umfrage. Bundesbürger trinken so viel Tee wie niemals zuvor. Ja, wegen Corona musste man ja auch viel abwarten. Grimms Märchen aktuell. Rotkäppchen trägt jetzt eine Körbchengröße kleiner. Das Wetter. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von Zirkuszubehör Sinnlosoni. Die neuen veganen Jonglierbälle sind da. Das war's von uns. Wir hören uns morgen wieder. Bleiben Sie doof. Wir sind es schon.